Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Mario Party. Ja, heute habe ich ein ganz kleines Thema am Start, deswegen würde ich sagen, sprich das auch erstmal direkt an. Lol, es passiert noch nichts. Ja, doch jetzt. Und zwar ist jetzt Fabelcraft, ich denke mal, ihr kennt das Projekt, wenn ihr schon, keine Ahnung, seit einer Woche auf meinem Kanal seid, müsstet ihr es eh schon kennen. Ja, und zwar dieses Projekt, ich sag nicht eingestellt, weil das stimmt nicht, aber es, der Server ist jetzt halt abgelaufen und der Projektleiter, ich weiß nicht, ob er das Geld nicht hat oder ob, keine Ahnung, auf jeden Fall wird der Server erst in, keine Ahnung, in ein paar Tagen verlängert. Das heißt, es gibt eine kleine Fabelcraft-Pause. Ich hoffe, sie dauert nicht allzu lange, aber das kann ich nicht beeinflussen. Und in der Zeit wird dann halt einfach mal sowas wie Mario Party kommen oder vielleicht mal was anderes, wo ich bin, One in the Chamber. Oder vielleicht sogar mal was ganz anderes, abgesehen von Minecraft, also ein ganz anderes Spiel. Das wollte ich auch mal wieder bringen. Und ja, also freut euch da drauf. Ja, wenn Fabelcraft dann wieder weitergeht, dann werde ich natürlich auch versuchen, andere Sachen zu bringen. Aber dann geht halt erstmal auch Fabelcraft weiter. Dann lege ich dort auch mal auch wieder erstmal ein bisschen im Fokus drauf, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat. Weil die ersten Tage sind dann immer so ein bisschen stressig mit dem Vorproduzieren. Sag mal, man muss da so alle 4 Tage anderthalb Stunden aufnehmen oder eine Stunde aufnehmen. Am Stück. Und das ist dann halt immer ein wenig stressig. Oh, Alter, wie die abfucken mit ihren Scheißbogen. Ich will mit einem Schwert drauf gehen, was machen die? Ich fuck ein bisschen ab. Aber die Map leckt ein bisschen bei mir, deswegen. Als ob ich den nicht getroffen habe. Ich habe den sowas von getroffen. Und da kommt immer so ein Scheißtyp mit seinem Scheißbogen. Scheiße. Ja, siehst du, und dann werde ich immer abgestoppt. Dann werde ich einen ganz normalen Schwertkampf und werde dann mit dem Bogen aus der Ferne abgeschossen. Sonst hätte ich den Schwertkampf Ys gewonnen. Als ob. Die mit ihrem hässlichen Dings. Kann man so gut in diesem Game sein? Ich hasse dieses Spiel, ich bin da so schlecht drin. Noch 15 Sekunden bis zum Ende und dann sehe ich halt noch keinen Gegner. Ja, GG, nicht getroffen, das wird jetzt eh nichts mehr. Ja, GG, und dann werde ich mit dem Bogen abgestockt. Ich hätte ihn richtig gekillt. Oh, GG. Ja, ich habe nichts geschafft. Ich war jetzt nicht so extrem schlecht, aber naja. Und da habe ich auch noch so einen Kackwürfel, ne? 4, okay. Geht so. Mal gucken. Aber in diesem Spiel geht es ja nicht so unbedingt ums Gewinnen, wie schon gesagt. Und ja, also wie gesagt, dann gibt es halt eine kleine Fabelcraft-Pause. Ja. Übrigens kann ich es ja jetzt nochmal hier ansprechen, wenn ich schon auf dem anderen Kanal angesprochen habe. Und zwar habe ich einen Zweitkanal für Leute, ich weiß nicht, ob es alle Leute wissen. Oh, ich bin mir nicht so bei Games. Und, ja, dieser Zweitkanal, dort habe ich nur ein paar Videos. Ich habe halt ein Tutorial gemacht, da hatte ich halt noch nicht diesen Kanal. Oder ich hatte ihn zwar schon, aber er war pausiert. Da habe ich halt so ein kleines Tutorial gemacht auf diesem Kanal. Dieses Tutorial hat jetzt 30.000 Aufrufe. Und deshalb hat der Kanal irgendwie auch 460 Abonnenten, finde ich irgendwie mega krass, nur durch ein Video so viele Abonnenten. Ich hatte vorher vielleicht 10 Abonnenten oder 20. Und ja, also war schon extrem krass, mit einem Video so viele Abonnenten zu bekommen. Mir geht es jetzt nicht nur um Abonnenten, aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Also schon mega, mega krass. Und freut mich auf jeden Fall, dass ich da so viele Abonnenten machen konnte. Natürlich sind jetzt viele davon inaktiv. Das streite ich gar nicht ab. Aber ich habe dann halt mal, oder ich werde noch ein Video machen, wo ich diesen Kanal einfach vorstelle. Und es könnte sein, dass ich dann vielleicht ein paar Zuschauer bekomme. Also ein paar neue Zuschauer von dem Kanal. Also es wird dann richtig lustig werden. Ja, weil wenn ich jetzt Abogal wäre, hätte ich auch einfach sagen können, ich mache jetzt einfach nur noch auf dem Kanal weiter Videos. Aber ich habe einfach nur gesagt, für Leute, die meine Videos dort gefeiert haben und mein Tutorial. Und ich bin so extrem schlecht gerade gewesen, ne? Oh mein Gott.
war ich schlecht. Oh mein Gott. Alter. War nicht mehr schön. Wenn ich rede und dabei PvP zocke, konnte weiß jetzt nicht so viel raus. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich mache einfach mal ein Video, wo ich den Kanal vorstelle. Ein paar werden noch aktiv sein, die meine Videos gefeiert haben. Und ich habe mich jetzt hier irgendwie außerhalb des Feldes geglitscht. Lol. Ja, jetzt geht's wieder. Einfach, das war ja ein lustiger Glitch. Ja, also, wer meine Videos dort von dem Kanal gefeiert hat, das waren ja nur 5 oder so, oder mein Tutorial vor allem gefeiert hat, der, da habe ich gesagt, da mache ich einfach mal ein Video, stelle den Kanal vor und es könnte sein, dass dann jemand von meinem Zweitkanal einfach rüberkommt. Ja. Weil das war immer so als Tutorial-Kanal gedacht, aber ich weiß auch nicht so extrem viel, deswegen kann ich auch nicht so extrem viele Tutorials machen. Aber ja, finde ich schon extrem nice, dass ich da so viel Menschen ja, anregen konnte, durch dieses eine Tutorial mich zu abonnieren. Natürlich sind jetzt viele davon noch inaktiv, aber ich habe schon durch ein Video, ich habe mal so ein Testvideo gemacht, wo ich dann geschrieben habe, seid ihr noch aktiv? Vor, ich glaube, gestern habe ich das hochgeladen. Und das hat schon halbwegs viele Aufrufe bekommen. Also da war ich schon ein bisschen überrascht, dass so viele Kommentare geschrieben haben. Also hat schon 4 Kommentare oder so bekommen. Ich meine, für manche wird das jetzt nicht so viel sein, aber wenn ich dann jetzt mal das mit diesem Kanal vergleiche, wo ich bei vielen Videos einfach keinen Kommentar bekomme, ja, dann, ja. Mir geht's auch nicht um Likes oder so, mir geht's einfach viel mehr so um diese Kommentare. Also für mich sind eigentlich Kommentare irgendwie so am wichtigsten. Ich verstehe es irgendwie ja nicht. So Kommentare sind irgendwie schon für mich am wichtigsten. Da weiß ich schon, dass ich die Leute erreichen kann. Und ob ich danach Likes oder Abos sage, weiß ich nicht. Aber Kommentare sind zwar wichtig, dann weiß ich, dass die Leute mich zuschauen. Und größtenteils sind das dann natürlich auch Abonnenten, die da kommentieren. Ja. Wenn ihr kommentiert und keine Abonnenten seid, dann abonniert mich. Yeah! Okay. Welcher Platz? Bitte nicht da, bitte nicht da, bitte nicht da. Rizel 16. Ja, meinen neuen Skin kennt ihr, denke ich mal, von dem einen Mod-Projekt. Ach, von einer Mod-Folge, wo ich ja meinen neuen Skin vorgestellt habe, den wir jetzt leider in Mario Party nicht so gut sehen können. Und TT Run. Das Spiel kann ich so mittelmäßig, also ich kann nichts versprechen. Also heute kommen auch nicht so Spiele ran, die ich eigentlich ganz gut kann. Heute kommen irgendwie nur so Spiele dran, die ich entweder mittelmäßig oder gar nicht kann. Piss dich. Okay. Der stand gerade in mir, deswegen habe ich verpisst dich gesagt. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich werde wahrscheinlich jetzt verkacken. Wenn er jetzt hierher läuft, bin ich tot. Oh, nice. Das war, glaube ich, ein Fehler, oder? Ich könnte auch sein, dass ich es schaffe. Nein, das war ein Fehler. Aber ich bin Zweiter geworden. Das ist doch mal nice. GG. Ich schreibe jetzt einfach nur noch GG, wenn ich in die Top 3 komme. Nein, manchmal schreibe ich auch so GG. Aber ja, ich denke mal, ihr kennt's. Eine 5 ist gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, was jetzt kommt. Eine 2, naja. Okay. Mal gucken, welchen Platz wir jetzt belegen. Als ob wir jetzt schon hier oben sind. Lol, wir sind schon hier oben, wir sind schon Achter. Wo wir einmal in die Top 3 kommen, so schnell kann es gehen. Ampelrennen. Okay, das ist wieder so ein bisschen, wenn du einmal verkackst, hast du immer verkackt. Zumindest meistens. Mal gucken, ob wir es schaffen. Naja, hat jetzt nicht so viel mit Können zu tun, sondern mehr mit Abpassen. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Manchmal schaffe ich es, manchmal schaffe ich es nicht. Wenn es jetzt ein Leck ist, ne? Komm, 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 komm. Nein! Ich stand zu spät. Okay, jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir schon verkackt. Ich kann es gerne noch ein einziges Mal versuchen. Aber wir haben so gut wie verkackt. Ja, da vorne sind sie schon alle. Also wir haben so gut wie verkackt. Ja, ich wusste es. Aber... Wären wir jetzt
einmal nicht so dumm gestorben, hätten wir es geschafft. Also, naja. Geht so. Wir sind übrigens Wario, glaube ich, oder? Ne, war Luigi. Ich kenne mich. Diese zwei verwechsel ich immer. Hier eine 3. Manchmal lasse ich random würfeln, wenn ich nicht weiß, wo ich klicken soll. Ja, Waluigi und Wario verwechsel ich immer irgendwie. Das sind die zwei, die ich verwechsel. Wo ich eigentlich Mario gespielt habe in meiner Kindheit. Beziehungsweise es ist ja noch meine Kindheit, aber meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Sechster, okay, das geht noch. Jump'n'Run, aber Jump'n'Run kann ich null. Warum kommen heute eigentlich immer so Spiele rein, die ich gar nicht kann? Ich meine, ich kann so 60% der Spiele kann ich so mittel bis gar nicht. Und keine Ahnung, 54, bin ich behindert? 45% kann ich dann eigentlich so halbwegs gut bis gut. Aber warum kommen heute immer so Spiele dran, die ich nicht kann? Ich meine, die Map geht noch so einigermaßen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie geht, aber sie geht noch einigermaßen. Aber da gibt es wieder so Leute, die können diese Map einfach so extrem gut, dass ich nicht mehr weiß, warum. Oh Mann, das Ding hat sich bewegt. Hätte ich vorher raussehen müssen, ich Idiot. Aber warum die sich immer so ruckelnd bewegen? Okay, ich weiß, man kann es, es ist vielleicht nicht möglich, dass so flüssig, dass die Bausteine sich so flüssig bewegen in Minecraft, aber das stört so extrem beim Springen, ne? Wenn die sich einfach so ruckelnd fortbewegen. Wenn es dann Leck gibt, dann bist du so gut wie tot. Ja, ihr seht, das wäre zwar kein Leck, aber es war ein dummer Tod, kurz vorm Ziel. Hä, diesmal stand ich noch nicht mal im Wasser. Bin noch sogar drauf gesprungen. Hä? Lol, das ist echt nicht schön, dieses Jumpen. Ich hasse dieses. Ich meine, das ist besser als das andere, aber guck mal. Weil diese Scheißdinger sich immer bewegen. Ja, und dann gab es wieder so Pros, die das Ganze ja, wieder easy wrecken. Ich bin so behindert. Aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Wow, eine 5, yeah. Okay. Was trinken und gucken. Ich warte, bis alle gewürfelt haben. Okay. 9 Felder bis zum Ziel. Hat es einer schon geschafft? Nee, wir spielen noch eine Runde zwingend. Und ich bin Siebter. Okay. 9 Felder, Siebter. Naja. Mal gucken, was wir jetzt spielen. Minenfeld. Oh nee. Leute, heute kommen wirklich nur solche Jump'n'Run-Sachen dran. So gut wie fast alles war Jump'n'Run, Leute. Zumindest irgendwas mit Springen. Und viele Leute wissen, die mich kennen, wissen, dass ich in Jump'n'Run so scheiße bin. Heute kam einmal One in the Chamber, einmal Mini Survival Games. Okay, da habe ich verkackt, gebe ich zu, weil ich dabei geredet habe. Das hätte ich besser machen können, gebe ich zu. Gebe ich wirklich zu. Aber der andere Teil davon war einfach nur Jump'n'Run. Und alle Leute, mit denen ich privat zocke, wissen, dass ich in Jump'n'Run so scheiße bin. Lol, was war das denn? Und es könnte sein, dass die Explosion viel zu laut für euch ist und ihr mich kaum noch hört. Es könnte aber auch nicht sein. Ich hoffe einfach mal nicht. Leute, jetzt bin ich zurückgebackt. Ich bin zurückgebackt. Und daran verreckt. Guck mal, es leckt einfach, dieses Minenfeld. Seht ihr das? Es leckt. Und das ist das Schlimmste bei diesem Minenfeld, wenn es leckt. Ja, GG. Keine Chance. Scheiße. Jetzt habe ich mein zu trinken ein bisschen über mein Shirt geschüttet. Ich bin so behindert, ne? Oh Mann. Eine 6. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Also das war jetzt wirklich Glück. Aber es haben viele anscheinend auch eine 6 gewürfelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine von den letzten waren oder ob das Leute waren, die schon etwas höher sind. Ich kann ja mal gucken. Also den dritten Platz belegen wir nicht mehr. Welchen Platz waren wir? Sechster. Na, kann man gelten lassen, finde ich. Also man muss ja nicht immer in die Top 3 kommen. Ja, ich finde, das war eine ganz coole Runde. Wie gesagt, Farbecraft-Pause erstmal. Und ja, in der Zeit geht es halt mit Minecraft oder anderen Games weiter. Wenn Farbecraft dann wieder kommt, geht es natürlich auch mit Minecraft weiter und mit anderen Games. Ja. Nur jetzt kommt dann halt ausnahmsweise mal kein Farbecraft, aber das wird sich dann ändern, wenn der Server wieder online geht. Ja, hoffe euch hat dieser Part Mario Party gefallen.
Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.